Hallo, Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen nicht back zu Minecraft, sondern, ja, mein eigener Minecraft-Surfer. Ja, nach langen Bitteln und Betteln von euch habe ich mir gedacht, okay, ich lege jetzt mal einen an. Und es ist ein ganz normaler Vanilla-Surfer, also sprich ohne irgendwelche Plugins drauf und so weiter, weil ich mich da nicht auskenne. Ich bin froh, dass ich eine Hilfe hatte, und zwar Mammut. Mammut 1101 oder 111.01, er weiß schon, wen ich meine. Der hat mir geholfen, dass ich das wenigstens hinbekomme. Danke nochmal. Und ja, dieser Surfer wird heute um 15 Uhr online gehen. Heute der 29.08. um 15 Uhr. Ich hoffe, ich schaffe das rechtzeitig. Und dann brauche ich von euch, wer mitmachen will, natürlich den Namen, denn es läuft per Whitelisted. Also sprich, schickt mir euren Minecraft-Namen, dass ich euch in die Liste eintragt. Ansonsten kommt ihr nicht drauf, ganz einfach. Oder ihr kommt drauf, aber könnt nichts machen. Jetzt ganz kurz, wie stelle ich mir das vor? Ganz einfach, es gibt nicht allzu viele Regeln. Es gibt Regeln, niemand wird beklaut, das ist ganz wichtig. Also es wird hier, wenn irgendwo was steht, wird es nicht weggemacht. Wer klaut, fliegt für immer. Es gibt keine Abmahnungen, die wird es nicht geben, denn ich bin ein erwachsener Mensch. Wenn jemand Scheiße baut, muss er in den Knast. Das heißt, hier fliegt er einfach. Bitte alle mit Respekt behandeln. Das heißt, keine sexistischen, rechtsradikalistischen oder was auch immer, irgendwelche blöde Mobbereien und so weiter. Will ich hier nicht haben. TS3 ist Pflicht. Wer nicht aufs TS3 kommt, währenddem er auf Minecraft zockt, ja, der darf nicht drauf. Ganz einfach. Jeder braucht TS3 oder Headset. Denn es geht um Folgendes. Ich möchte wissen, wer auf dem Server ist. Denn wenn irgendwas ist, dass man ganz schnell einschreiten kann. Homepage johnmeyers.de ist Pflicht, sich zu registrieren. Das ist jetzt so. Das zählt für das Minecraft-Projekt, denn ich möchte hier genau wissen, wer treibt sich auf dem Server rum und was wird gemacht. Und auf dem Server werden, auf der Homepage wird extra dann ein Droid angelegt für Minecraft, wo dann immer wieder drin steht, wie, was, wo, wann, wo abläuft. So. Helft euch gegenseitig, ist ganz wichtig. Nur miteinander schaffen wir große Sachen. Und wer dies nicht befolgt, wird gebannt. Das ist mein Ernst. Und es gibt dann auch kein Zurück mehr. Also eine Scheiße, wo man baut, man fliegt. Ganz einfach. Das muss ich so machen, weil ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, hier drauf zu kommen. Ich suche natürlich noch den einen oder anderen Operator, wo Bock hat, mich da zu unterstützen. Und wenn sich jemand auskennt mit Plugins oder sonstigen Scheiß, was man noch einbauen kann hier in Minecraft, bitte meldet euch und sagt mir Bescheid. So, genau. Hier ist auch der Spawnpunkt in der Nähe. Irgendwo hier in der Nähe ist der. Und hier, das könnt ihr alles nochmal lesen. Teamspeak-Daten stehen drauf. Wie gesagt, schickt mir eure Namen, euren Minecraft-Namen, schickt und kommt ins TS3. Wer nicht im TS3 ist und mir den Namen dort gibt, kommt nicht auf den Server, kommt nicht auf die Whitelist. Das ist Pflicht. Denn ich möchte, dass ich die Leute persönlich im Gespräch habe, wenn die hier drauf zocken. Ganz einfach. Manche mögen sagen, nur dann können die drauf spielen. Sorry, tut mir leid, aber hier ist es nun mal so. Denn ich möchte ein gepflegtes Miteinander, und das habe ich nur, wenn ich das auch... ihr seid viel junge und viele junge Leute, und da brauche ich das einfach. Da muss ich das einfach zu hundertprozentig dargelegt haben oder zu 100% wissen, dass hier alles sauber und mit Respekt und mit Freundlichkeit abläuft, und es geht halt nur, wenn man im TS ist. Gut, was braucht man noch? Ja, sonst eigentlich nichts. Also genau, TS heißt auch Headset, gängiges Headset. Und bitte auf Push-to-Talk, dass wenn ihr eine Taste drückt, dass man euch nur hört, und nicht sämtliche Nebengeräusche, weil die Schwester gerade ins Zimmer stürmt und euch irgendwie, hallo Brüderchen, ich ärgere dich jetzt, bla bla bla. Solche Sachen braucht man hier nicht. Gut, ja, so, ich bin gespannt, was hier entsteht. Jeder darf hier bauen, was er möchte. Es gibt sonst keinerlei Regeln. Man darf abbauen, was man möchte. Aber ich hätte auch gern, dass man mal zusammen Großprojekte angeht. Also wirklich sagt, hey, komm, lass uns mal Touch Mahal bauen oder was auch immer. Oder einen Regenbogen mit schillernden Farben und so weiter und so fort. Also, bitte alle einfach dann mitmachen. Und wie gesagt, wer sich auskennt, soll sich melden. Und ja, ich freue mich schon. Und die Regeln sind hart, hören sie hart an, aber im Endeffekt, es funktionieren, solche Projekte funktionieren nicht ohne Regeln. Weil hier Menschen draufkommen, die kennen sich nicht, weil man einfach hunderte von Kilometern auseinander wohnt, und deswegen ist Respekt das Allerwichtigste. So, gut.
Dann willkommen bei John Myers Minecraft. Bis dann.